In der Praxis sieht es damit aus, so aus, dass du versuchst als Muslim zu schauen erst einmal, wo sind eigentlich ganz konkret die Eigenschaften, die mich aufhalten auf meinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Beispielsweise, ich bin ein Mensch, der sehr schnell zürnt, zornig ist und mache mir dadurch viel kaputt. Bin sehr aggressiv, kann mich nicht unter Kontrolle halten. Ich versuche hier erst einmal anzusetzen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt nichts anderes tun soll, dass ich jetzt beispielsweise nicht beten soll und all die anderen Dinge tun. Nein, das läuft teilweise parallel. Aber es geht darum, welche Prioritäten ich dann setze. Weil häufig sind das genau diese Eigenschaften, welche ein Hindernis darstellen auf meinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ich versuche irgendwie voranzukommen in meiner Religion, aber ich merke, ich werde immer wieder aufgehalten. Und solange dieses Hindernis da ist und ich es nicht überwinden kann, komme ich nicht voran. Und deswegen muss ich da erst einmal wirklich daran arbeiten, damit ich vorankomme. Oder beispielsweise, ich bin jemand, der, oder ich habe ein Problem, dass ich sehr stark meine Begierden befolge, meine niederen Begierden. Und da immer wieder auch Sünden begehe. Und diese Sünden, sie führen wiederum dazu, dass ich anfange, mein Gebet zu vernachlässigen, in die Moschee zu gehen, kein Khushu' habe in meinen Ibadat, sogar anfange, vielleicht Zweifel in der Religion zu bekommen, weil ich diese Begierden immer wieder befolge. Und wenn ich nicht daran arbeite, dann werde ich nicht vorankommen. Deswegen muss ich dann meinen Fokus genau darauf legen. Und das ist im Übrigen, das müssen wir auch verstehen, ein Grund dafür, warum viele Menschen vom Weg abkommen. Viele Menschen kommen vom Weg ab, weil sie diese Sünde oder diese Schwäche, die sie haben, nicht in den Griff bekommen. Und das dann immer größer wird und sich immer mehr auf ihr Leben auswirkt, dass sie irgendwann einmal es ganz unterlassen zu praktizieren. Es geht schneller, als man denkt. Und ich, wie gesagt, habe das schon bei sehr vielen Menschen beobachtet. Gerade in unserer heutigen Zeit gibt es sehr viele Fitten. Und wir wundern uns immer wieder darüber, warum Menschen vom Weg abkommen, warum plötzlich sich ihr ganzes Leben verändert. Ja, du merkst es häufig auch bei Instagram-Profilen von Leuten, Schwestern, die vorher Hijab getragen haben und plötzlich von einem Moment auf den anderen den Hijab ablegen. Ja, und plötzlich merkst du, eine ganz andere Lebensphilosophie haben. Woran liegt das? Wie kommt so etwas? Es hängt häufig damit zusammen. Und es geht jetzt nicht nur um Schwestern, es geht auch bei, genau dasselbe bei Brüdern. Nur bei Schwestern sieht man das halt häufig, weil sie plötzlich dann sozusagen sich von ihrem Hijab entledigen. Und es liegt häufig daran, dass diese Menschen nicht an sich arbeiten. Und dann eine Schwäche immer wieder mit sich tragen, eine Sünde immer wieder begehen, sie nicht behandeln, nicht an sich arbeiten, sodass diese Sünde überhand nimmt und dazu führt, dass sie dann anfangen, das Praktizieren gänzlich zu unterlassen. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und das geht wirklich schneller, als man denkt. Schneller, als man denkt. Wenn man nicht aufpasst, gerade in einer Zeit der Fitten, in der wir uns befinden, in einer Zeit der starken Versuchungen, kann man sehr, sehr schnell abkommen von diesem Weg. Wir leben in einer Zeit der Fitnah, in einer Zeit der Versuchungen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und er sagt sallallahu alaihi wasallam: "Badiru bil a'mal, fitanan qit'a al-layl mufran." Kommt mit euren Taten, mit euren Handlungen, guten Taten, Versuchungen zuvor, die so dunkel sind wie die Teile einer finsteren Nacht. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ein Mann, eine Person, Mann oder Frau, steht als Mu'min auf und geht als Kafir zu Bett. Und er geht als Mu'min zu Bett und steht als Kafir auf. Warum? Verkauft seine Religion für etwas in dieser Dunya. Und wallahi, als würden wir in dieser Zeit leben. Du siehst es bei so vielen Leuten, bei Influencern, muslimischen Influencern,
bei Instagrammern, YouTubern, die dann plötzlich berühmt werden, aber merken, okay, ich brauche mehr Klicks, ich brauche vielleicht Unterstützung durch ein Projekt etc. und sind dann bereit, ihre Religion zu verkaufen. Und denken dann, okay, somit kann ich dann mehr erreichen, ich brauche das für meinen Ruhm. Ja, es ist mein Beruf, es ist meine Einnahmen. Ja, bi'udinahu bi'amru minitunne, von einem Tag auf den anderen. Wie fit, der gelangt ins Herz und ich verkaufe meine Religion. Für eine Arad von der Dunya. Ein Arad ist eine Art sozusagen, es ist ein Arad, also so eine Art, eine Sache von der Dunya, ein Gegenstand von der Dunya. Ich bin dann berühmt, ich bin bekannt, ich bekomme Geld, ich habe Einnahmen. Durch meinen YouTube-Kanal, durch meinen Instagram-Account habe ich Einnahmen. Ich muss das ja irgendwie noch weiter voranbringen. Und jetzt kriege ich sogar noch, weiß ich, irgendwelche staatliche Unterstützung und dann wird von mir verlangt, dass ich, weiß ich, plötzlich mich mit der Gender-Thematik beschäftige und die verlangen jetzt von mir, dass ich plötzlich, weiß ich nicht, die Homo-Ehe und all diese anderen Dinge gutheiße und damit ich anerkannt bin und die Förderung weiterhin bekomme. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Das geht ganz schnell. Davor muss ich mich in Acht nehmen. Deswegen muss ich immer wieder an mir arbeiten. Und umso bekannter ich werde, desto mehr muss ich an mir arbeiten. Gerade wenn ich Influencer bin oder YouTuber bin oder ähnliches. Ja. Umso bekannter ich werde, desto mehr muss ich aufpassen. Weil es geht schneller, als man denkt. Weil auch diese Shuhura, dass ich versuche, bekannt zu sein, ist eine Fitna. Gewaltige Fitna. Sie kann dazu führen, dass du wirklich ins Verderben stürzt, wenn du nicht aufpasst. Möge Allah uns davor bewahren, Herr Rabbil Alamin.